Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich Geburtstag! Woohoo! Jedenfalls da, wo ich das Video online stellen werde am 22. Mai. Und ich hatte auf Instagram so eine Umfrage gemacht, da konntet ihr mir Fragen stellen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schminke mich heute mit euch zusammen. Vielleicht macht ihr euch ja auch mit mir zusammen fertig, das fände ich total cool. Und werde einfach die Produkte verwenden, die ich so im Alltag jetzt aktuell öfters verwendet habe. Oder wenn ich mich in der Mittagspause geschminkt habe, wenn ich quasi direkt nach der Arbeit weiterfilmen wollte. Oder wenn ich, einfach nach der Arbeit mich eben schnell geschminkt habe. Ihr habt den Look auch ziemlich gefeiert und den wollte ich dann jetzt in dem Zuge einfach mal nachschminken und sau viele Fragen beantworten. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe auch was zu trinken hier und zwar habe ich mir einen Kaffee gemacht. Das ist eigentlich eine Schiedwettertasse. Heute ist Vatertag, Christi Himmelfahrt, mega schönes Wetter. Eigentlich ist Feiertag, aber ich überlege ob ich gleich noch in den Garten gehe. Denn wir haben es jetzt 11.20 Uhr. Wir sind schon ein Weilchen auf. Wir sind heute um 9 Uhr mal aufgestanden. Sonst am Wochenende stehen wir immer sehr, sehr spät auf. Und wir haben uns aber gedacht, wir haben gestern gearbeitet. Wir werden morgen ja auch arbeiten und da müssen wir auch aufstehen. Und deswegen sind wir heute etwas eher aufgestanden. Genau. Das ist jetzt, glaube ich, schon mein vierter oder fünfter Kaffee, aber ich brauche das auch. So, und ich werde jetzt einfach total random durch die Fragen durchgehen. Da ist jetzt keine großartige Struktur drin, weil ihr natürlich auch mir einfach so die Fragen gestellt habt. Und ich beginne mit der Frage von Diana.pnz. Wie viel Quality Time als Paar habt ihr zusammen? Die Produkte, die ich verwende, werde ich euch in der Infobox verlinken. Die werde ich jetzt nicht explizit zeigen. Ihr seht jetzt einfach, wie ich die in Anwendung habe. Genau. Als Paar haben wir so viel Quality Time, wie wir uns nehmen und wie wir wollen, sage ich jetzt einfach mal. Wir sind ja dadurch, dass wir beide aktuell im Homeoffice sind, durch diese ganze Corona-Geschichte, fast 24/7 zusammen. Also ich glaube, alle 5 Wochen oder so hat mein Freund Bürozeit, also dass er dann quasi ins Büro geht und ich bin immer mittwochs im Büro. Das hat sich jetzt auch nochmal geändert. Ich war zwischenzeitlich auch 2 Tage im Büro pro Woche. Aber jetzt ist es wirklich nur noch ein Tag, weil wir Homeoffice-Pflicht auferlegt bekommen haben. Und werde ich tatsächlich auch sehr viel oder verbringe ich sehr, sehr viel Zeit mit meinem Freund zusammen. Natürlich ist es was anderes, wenn man im Büro zusammensitzt und beide arbeiten, als wenn man jetzt zusammen irgendwie auf der Couch liegt oder sonst irgendwas zusammen machen kann. Ansonsten verbringen wir halt sehr viel Zeit zusammen, ne? Und auch nach der Arbeit sind wir zusammen. Jeder hat sein Hobby. Ich habe hier YouTube. Er hat auch seine Hobbys und also Modellbau. Der ist ja auch viel am Lego bauen und online zocken und was der nicht alle macht. Und wir lassen uns halt auch unsere Freiräume, was ich extrem wichtig finde. Und wenn wir halt unsere Paarzeit brauchen, dann nehmen wir uns die. Also das kann ich gar nicht so konkret definieren. Das hört sich auch fast schon so an. Hast du überhaupt noch Zeit für deinen Freund? Ja, definitiv. Also natürlich ist es so, dass ich ja einen Vollzeitjob habe, dass ich Vollzeit arbeite. Plus YouTube, was ja auch recht viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber das kommt nicht zu kurz, ne? Und da wir ja schon 15,5 Jahre zusammen sind, heute ist ja der 13. Mai, am 17. Mai werden es dann 15,5 Jahre sein. Denn am 17.11.2005 sind wir zusammengekommen. Ist man ein sehr eingespieltes Team. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt irgendwas mit meinem Freund auf Zwang machen, ne? Obwohl gerade jeder, jetzt krümelt das hier in meinem Dekolleté, weil ich mich eben eingecremt habe, Sonnenschutz und so, Leute, ne? Immer schön dran denken, weil, wie gesagt, ich wollte ja gleich in den Garten gehen, Fullface geschminkt vor allem, auf jeden Fall, haben wir sehr viel Zeit füreinander, die wir uns halt nehmen, wenn wir sie haben wollen. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Natürlich kannst du das nicht während der Arbeitszeit machen. Wenn beide im Homeoffice sitzen, ist es meistens eh so, dass wir uns nicht aufeinander konzentrieren können, sondern dass ich meinem Job ganz normal nachgehe, ne? Also ich bin dann am Arbeiten. Wir sitzen zwar im selben Raum, aber wir können uns mittlerweile sehr gut ausblenden, weil die Situation ja schon seit einem Dreivierteljahr auf jeden Fall so anhält. Ne? Anfangs war das ein bisschen schwierig, wenn man sich so halt auch an die Telefonlautstärke des anderen gewöhnen musste. Und ich arbeite im Vertriebsinnendienst, vor allem im Bereich Export.
Er arbeitet auch im Vertriebsinnendienst, aber im Bereich technischer Support. Und ja, so lernen wir halt auch ein bisschen die Arbeit des anderen kennen, was ich total interessant finde. Ja, das schweißt einen auch irgendwie ein Stück weit mehr zusammen. Also wenn man die Möglichkeit hat und gerade nicht in einem eigenen Zoom-Meeting ist oder in irgendeinem Prozess gerade gedanklich verankert ist, dass man sich dann halt auch mal anschauen kann, was der andere so macht und dem anderen auch so zuhört. Er macht sich dann auch manchmal ein bisschen, also nachdem das Telefonat oder das Zoom-Meeting beendet wurde, ne, auf sehr charmante Art und Weise über mich lustig, weil ich einfach nicht drauf habe, Sprichwörter richtig auszusprechen. Ne? Und was ich auch total cool finde, er spiegelt mich auch und zeigt mir, wenn ich dann vielleicht mal so ein bisschen zu busy war, also ein bisschen zu hart oder, keine Ahnung, gibt mir Tipps und so. Ne? Das finde ich total cool. Da sind wir auch sehr, ja, 15,5 Jahre, Leute, ist klar. Da ist man sehr, sehr eng zusammen. Und wenn ich tatsächlich, wenn ihr das Video seht, bin ich dann ja 32 Jahre alt und ich bin mit ihm zusammengekommen, da war ich 16. Ich bin dann quasi mein halbes Leben schon mit meinem Freund zusammen. Das finde ich mega. So viel zu dem Punkt. Ne? Ja. Dann hatte mir die liebe Diana auch witzigerweise mit in diese Frage reingeschrieben, dein effektivstes Anti-Pickel-Produkt. Fand ich total witzig, weil, das im gleichen Kontext, ne? Ja, also hängt natürlich nicht zusammen. Aber ja, mein effektivstes Anti-Pickel-Produkt ist tatsächlich Wasser trinken. Wasser trinken, Wasser trinken. Wenn du deine Haut von innen reinigst, dann hat die auch weniger Unreinheiten, dann ist da weniger Rampampam dran und dann hat die gar keine Lust auszubrechen. Das ist tatsächlich das effektivste Anti-Pickel-Produkt, was ich machen kann. Natürlich kommt dann on top noch, dass man täglich morgens und abends sein Gesicht reinigt, also immer, 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 immer abschminken. Jetzt gerade, wenn wir alle Lichtschutzfaktor verwenden, was wir eigentlich das ganze Jahr über machen sollten, sollten wir uns nochmal ein Stückchen intensiver abends reinigen, dass dann auch wirklich die Haut richtig, richtig sauber wird und, ne? Nichts verstopft oder so. Ansonsten sollte man sich halt so wenig wie möglich ins Gesicht fassen, um eben ja, die Haut gar nicht dazu ermutigen zu wollen, zu verstopfen, wenn man das so sagen darf. Natürlich, gesünder leben. Also ich merke immer, wenn ich mir abends so eine Schoki-Time gegönnt habe und meine Schoki-Time besteht wirklich aus einer ganzen Packung günstige M&Ms, da esse ich am liebsten die Pindas tatsächlich oder halt günstige Toffifees, da esse ich am liebsten die vom Lidl, das sind diese Sternchen, mega geil. Auf jeden Fall merke ich das am nächsten Tag, dann kriege ich halt tüdelülü. Das hier unten am Kinn sind meistens hormonelle Geschichten oder halt, wenn ich zum Beispiel, heute ist ja Donnerstag, gestern war ich den ganzen Tag ja in der Firma und das merke ich halt auch an meiner Haut, weil ich ja die ganze Zeit dann auch eine Maske tragen musste und dementsprechend, ich sehe es halt, ne? Und ja, der Rest der Welt sieht es halt auch, weil ich Videos drehe und mir nicht eine Marke auf die Tür über den Kopf ziehe. Nee, also ja, wie gesagt, es krümelt gerade alles, weil ich eben Sonnencreme aufgetragen habe. Sonnencreme, das habe ich bei Inzipedia auch schon gesehen, will manchmal nicht mit Schminkprodukten harmonieren, aber ich habe mir vorgenommen, das Video heute zu drehen und danach in den Garten zu gehen. Ich hätte mich wahrscheinlich danach eincremen sollen, aber sei es drum. Ich wollte ja auch Lichtschutzfaktor auf dem Gesicht haben, deswegen ist der jetzt auch drunter. Habt ihr eben ja auch gesehen. Und genau, auch wenn ich für die Produkte so Codes habe und so weiter, steht alles in der Infobox. Schau da gerne einfach mal unten rein. Genau, ja, das wären meine effektivsten Anti-Pickel-Produkte. Wenn dann der Mr. Fred und seine Familie eingezogen sind, hilft es wirklich, diese Pickel nicht auszudrücken. Das ist immer so eine Sache, die ich für mich persönlich auch immer lernen muss. Lerne ich nicht grundsätzlich. Ich bin auch so ein Fusselmensch. Ne? Wenn ich eine Kruste habe, die muss ich wegkratzen. Wenn ich einen Pickel habe, muss ich dran rumspielen. Und irgendwann kann es natürlich passieren, dass ich ein bisschen zu viel damit gespielt habe und dann macht er Puff. Genau. Nicht gut. Gar nicht gut. Genau. Und ansonsten habe ich eben Müsli gegessen. Entschuldigung. In der Glossybox Dahlia Edition von Sanssouci so eine Tinktur drin gehabt. Die fand ich total super. Die mache ich mir gerne über Nacht. Einfach dann, nachdem ich meine komplette Gesichtspflege aufgetragen habe, auf die Stelle drauf. Und die trocknet den Pickel dann entsprechend aus. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz nett. Genauso Propolis-Salbe verwende ich auch sehr, sehr gerne, wenn das halt entzündet ist, damit die Entzündung halt weggenommen wird und die Haut sich beruhigen kann. Das verwende ich aber für alle Arten von Entzündungen, die sich so in meinem Gesicht befinden oder an meinem Körper halt auch. Und sowas funktioniert auf jeden Fall bei mir. Ja, ansonsten Anti-Pickel-Patches kann man auch nehmen. Die verwende ich aber vorrangig dafür, dass ich gar nicht auf die Idee komme, an den Viechern rumzuspielen. Und wenn man dann im Homeoffice ist,
dann sieht es ja keiner. Ne? Dann kannst du dir auch so ein Anti-Pickel-Patch drauf machen. Ich hätte auch nichts drum bei, gerade jetzt, wenn wir eh Maske tragen müssen, sieht es ja auch keiner, das im Büro zu tragen. Wirklich, ne? Das würde mich halt nur irgendwann stören, da würde ich es wieder runterbrockeln. Deswegen, also da muss jeder so seine eigene Art finden. Aber wichtig ist halt wirklich, dass man halt nicht dran rumspielt. Ne? Mache ich ja super gerne und das ist immer ein Fehler. Sollte man nicht tun. Ja, genau. So, dann hüpfen wir mal zur nächsten Frage. Mein Bildschirm sperrt sich immer wieder. Ja, Maddie Minson hat eine Frage gestellt, wo ich ein bisschen, was soll ich sagen, so ein bisschen zur Vernunft aufrufen möchte. Einfach mal so. Sie hat nämlich gefragt, ob wir Kinder wollen. Stellt euch nur mal vor, ich wäre ein Mensch, die entweder keine Kinder bekommen kann, also das ist einfach rein biologisch nicht passiert, also Entschuldigung, Triggerwarnung, ich hoffe, dass ich keinem jetzt auch hiermit zu nahe trete, ne? Also wie gesagt, entweder kann ich keine Kinder kriegen oder ich bin ein Mensch, der vielleicht schon seit Jahren versucht, Kinder zu bekommen, aber es funktioniert einfach nicht. Ne? Man sieht es, oder man hat es ja auch mitbekommen bei der lieben Cindy Jane, die halt jetzt auch sehr offen darüber gesprochen hat und auch gesagt hat, dass es sie verletzt hat. Und ich finde es immer schwierig, solche Fragen in diesen Q&As zu fragen. Sie kommen immer und ich gehe auch jedes Mal drauf ein und bitte euch einfach, zur Vernunft zu kommen und solche Fragen eben nicht zu stellen, weil das halt echt übergriffig ist. Ne? Also du gehst ja auch nicht zu einer wildfremden Person und sagst, ey, sag mal, willst du Kinder? Machst du auch nicht, ne? Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen, macht man einfach nicht. Ich beantworte die Frage gerne. Selbstverständlich möchte ich Kinder haben. Am liebsten 100, das war immer so meine Aussage zu meinen Eltern damals, als ich ein junges Mädchen war. Ich wollte ganz viele Kinder haben. Natürlich, ich bin 32 Jahre alt und gefühlt warten alle drauf. Familie, Freunde und so weiter nerven einen auch manchmal damit, aber ich sag denen halt genau das Gleiche wie euch. Stellt euch vor, ich könnte keine Kinder kriegen, dann würde mich diese Frage jedes Mal hart verletzen. Also da habe ich auch schon in meinem familiären Umfeld schon vor Jahren, ich glaube, das schon 10 Jahre her oder so, die Leute auch relativ mundtot mitgemacht, wenn man das sagen darf. Also da habe ich halt wirklich ganz plump gesagt. Ich sage, du, stell dir mal vor, ich könnte gar keine kriegen. Dann hättest du mich aber gerade echt verletzt. Und dann hält man den Leuten einfach mal einen Spiegel vor, weil das ist gar nicht so selten, Leute, ne? Genau. Ja, Sammy ist ja schon unser Testkind in Anführungsstrichen. Er ist unser kleines Baby und wir haben ihn sehr lieb und wir haben auch gemerkt, dass wenn es um die Erziehung geht, dass wir uns sehr einig sein werden. Natürlich gibt es dann Reibungspunkte, wo mein Freund und ich ein bisschen anders reagieren würden, aber ja, ne? Also da hat auf jeden Fall schon mal das Testkind sehr gut funktioniert und das haben ja viele junge Paare auch, ne Leute, dass man halt irgendwie einen Hund als Testkind hat oder dass man eine Katze als Testkind hat und einfach so guckt, wie man als Paar überhaupt in der Situation reagieren würde. Und das finde ich immer ganz interessant zu sehen. Wir haben auch manchmal wirklich so Gespräche darüber und das finde ich immer ganz, ganz knuffig. Wenn mein Freund und ich so zusammensitzen, hatten wir letztens auch noch über die Fütterung von Sammy, weil ich ihn gerne mit Leckerlis vollstopfe. Er kriegt halt viel Leckerlis und so, ne? Und ich habe halt ein bisschen übertrieben. Und da sagte mein Freund auch zu mir, Mensch, Claudia, meinst du nicht, dass du den Hund so ein bisschen verwöhnst, ne? Ja, vielleicht verwöhne ich den. Vielleicht. Ja, er hat recht. Und dann haben wir ein bisschen was am Futter umgestellt. Und jetzt funktioniert's. Also der hat halt wirklich auch gar nichts mehr gefressen. Und wir haben uns schon Sorgen gemacht, ne? Und dann habe ich halt gesagt, weil ich ja selber auch in der Tierernährung arbeite und auch mit Tierärzten und so zusammen bin, ich sage, vielleicht hat er aber auch eine kleine depressive Verstimmung, kann auch sein, ne? Das haben Hunde auch manchmal oder Tiere allgemein, weil wir sitzen beide im Homeoffice und wir reden die ganze Zeit mit unserem Bildschirm, mit unserem Telefon, wir arbeiten und wir ignorieren ihn ja die ganze Zeit. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, falls es bei euch vielleicht gerade auch so ähnlich ist. Ne? Und die Tiere denken halt die ganze Zeit, ach, Mensch, Herrchen und Frauchen sind da, ich stupse sie die ganze Zeit an, die schicken mich weg oder die ignorieren mich, irgendwas mache ich falsch, was ist denn hier blöd? Und genau, deswegen hatte ich in dem Zuge zu meinem Freund gesagt, dass er sich ein bisschen mehr mit Sammy beschäftigen soll. Und er hat mir gesagt, dass ich ein bisschen aufpassen soll, dass ich ihn nicht für alles Mögliche, was er tut, belohne. Und das war auch richtig so. Also das haben wir jetzt umgestellt. Seitdem frisst er wieder ganz normal und er ist auch glücklicher. Und ja, aber das ist halt etwas, das muss man halt lernen. Ne? Und da muss man sich auch gegenseitig gegenüber Kritik ausüben können. Und das können wir ganz gut. Da sind wir ganz harmonisch miteinander. Und das haben wir gemacht.
Monsieur geht's gut dadurch. Ach, guckt ihn euch an. Ist ein Traum, ne? Ja, und genau, deswegen. Testkind ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Das Einzige, wovor ich halt immer so Panik habe, fast schon, ja, kann man so sagen, ist halt wirklich, ich mag meinen Job. Ne? Ich mag meinen Job super gerne. Und ich habe Angst, dass ich ihn dann in der Zeit, wo ich dann ja Mama bin und zu Hause oder wie auch immer, zu sehr vermisse. Muss man mal schauen. Und ich habe natürlich tierische Angst vor dem Schwangersein, vor Geburt und so weiter, weil man hört einfach viel zu viel. Müssen wir mal schauen. Aber so viel dazu auf jeden Fall zu dieser sehr übergriffigen Frage. So, hoffe ausreichend beantwortet. Hat sich dein Leben durch YouTube verändert? Wenn ja, positiv oder negativ? Durchaus. Also mein Leben, seit 2017 mache ich YouTube oder wie lange ist das schon? Weiß ich nicht, schon ein Weilchen halt, ne? Und anfangs war es wirklich so, dass ich mich gefühlt habe, als hätte ich kein richtiges Hobby. Als hätte ich gar keine Passion, als würde mir irgendwie manchmal so ein bisschen dieses, als würde mir irgendwas fehlen. Und dann habe ich halt die Schminkerei für mich entdeckt, Unboxings und so weiter. Und meine Freunde haben mir dann ja auch dazu geraten, dass ich das einfach mal durch ein YouTube-Video irgendwie der Öffentlichkeit zeige, wie sehr ich darin aufgehe. Und das habe ich dann ja auch getan mit meinem ersten Video, ein Glossybox-Unboxing. Under the Sea müsste das gewesen sein. Und das hat mir wirklich gut gefallen und euer Feedback war auch wirklich, wirklich positiv. Was sich für mich in meinem Leben generell verändert hat, ist natürlich zeitlich gesehen, ne? Ist man etwas eingespannter. Anfangs war das ein bisschen schwieriger, weil ich erstmal den Flow reinkriegen musste. Und den habe ich mittlerweile sehr gut gefunden, wie ich das jetzt so mal sehen würde und kann dadurch halt wirklich super viele Videos drehen, weil es mir auch so viel Spaß macht. Ich kann das alles sehr gut in meinen Alltag oder in meine Routinen so mit einbinden, sehr gut integrieren. Mir fällt das Schneiden und das Drehen deutlich leichter. Ihr seht auch immer mehr No-Cut-Videos von mir, also wie jetzt wahrscheinlich auch heute, das werde ich mal versuchen, dass ich halt die Videos fast nicht schneide. Klar, bei Schminkvideos mache ich das sehr häufig, weil ihr müsst manchmal einfach nicht sehen, wie ich da Ewigkeiten an irgendwas rumblende oder so. Das ist für euch dann wahrscheinlich, also denke ich immer, ne, dass es dann eher irrelevant ist. Und genau, ja. Dann hat sich meine Schminktechnik oder mein Verhältnis zu mir auch ein Stück weit verbessert. Denn ich hatte auch, bevor ich mit YouTube angefangen habe, so ein paar Probleme mit mir selbst, dass ich nicht so auf mich geachtet habe. Ich habe mich oft gehen lassen und ich habe mich nicht gut gefühlt in der Zeit. Und das hat mir sehr gut getan, dass ich das einfach wieder gemacht habe. Genauso hat es mir gut getan, dass ich frei reden kann. Das ist auch eine sehr wichtige Geschichte in Bezug zum Beispiel auf meinen Job, auf meinen generellen Beruf. Ich bin ja gelernte Industriekauffrau und arbeite als Vertriebsinnendienst, Vertriebs- und Marketingassistentin, aber es ist mehr Vertrieb, ne? Und bin da halt auch mit Kunden zugange und so, ne? Also ich muss halt auch oft selbstbewusst sein, weil manchmal hat man mit Kunden aus Ländern zu tun, die machen einen rund wie sonst was. Wenn du halt, ne, aus bestimmten Regionen mit vor allem Männern dann zu tun hast, dann muss man sich als Frau ein bisschen mehr durchsetzen, aber das schaffe ich. Also Selbstbewusstsein habe ich bekommen. Und Sicherheit, Selbstsicherheit, genau, das habe ich auch bekommen. Ja, ansonsten, manchmal bekommt man halt ungefragt irgendwelche Kommentare oder irgendwelche Meinungen zu hören. Das ist ein bisschen schade und das ist halt so die Schattenseite des Ganzen. Oder man ist erfolgsorientierter, was ich halt vorher nicht so in dem Maße war. Aber mittlerweile ist man das schon, dass man denkt, ach Mensch, jetzt hänge ich auf irgendeine Abozahl in Anführungsstrichen fest, ne, oder sowas. Das ist etwas, womit man sich sonst überhaupt nicht beschäftigen würde, ne? Oder ach Mensch, das Video hat gar nicht so viele Klicks, Likes, bla bla, wie auch immer. Na, beschäftigst du dich normalerweise nicht so mit. Und dann habe ich aber auch mein Umfeld, was mich dann wieder so auf die Realität zurückberuft. Und das finde ich immer ganz schön. Und das, deswegen, ich bin halt auch ein sehr bodenständiger Mensch, ne? Also ich brauche mein Umfeld. Und die holen mich dann auch gerne mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Und das finde ich immer ganz nett. Das brauche ich auch, genau. Ja, so viel dazu würde ich mal so sagen, oder? Ich weiß nicht, was soll ich denn noch zu sagen? Hat mein Leben verändert, aber ich finde eher im Positiven. Würde es mein Leben negativ beeinflussen, würde ich damit aufhören. Weil alles, was dich nicht glücklich macht, solltest du sein lassen. Weil das macht keinen Sinn. Du hast nur dieses Leben, diese eine Chance, glücklich zu sein. Nutze sie. Und das ist so eine
Einstellung, die ich mir auch im Laufe der Zeit angeeignet habe, was aber mehr so mit meiner Lebenserfahrung zu tun hat als mit der YouTube-Erfahrung. So, ich hab's schmierige Finger gerade, ne? Ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. Was ist denn jetzt hier weiter, die Frage, du? Das hat übrigens JustAGirl2101 gefragt. Annika Liebt hat gefragt, kannst du dir vorstellen, uns videotechnisch ab und an beim Kochen mitzunehmen? Würde ich wirklich eigentlich gerne machen. Problem ist nur, ich habe ja schon jeden Tag ein Video, wenn ich euch dann auch noch beim Kochen mitnehme. Ui, ui, ui. Also, wird ein bisschen krass, ne? Wir kochen ja viel, wir kochen auch immer frisch, meistens, ne? Heute werden wir grillen, aber ansonsten kochen wir wirklich, wobei grillen ist ja auch frisch kochen, aber ja, genau, kochen wir frisch und das könnte ich mitnehmen, da könnte ich euch theoretisch mitnehmen. Wir haben ja HelloFresh, da sind wir sehr glücklich mit, also ne, jeder mag darüber denken, was er mag, das ist wirklich von jedem die eigene Meinung, ne? Unsere Meinung ist halt wirklich positiv. Mein Freund hat sich irgendwann mal vor 2 Jahren schon? Ich weiß das gar nicht. Da waren wir mal in so unserem Trott drin, dass wir immer die gleiche Gerichte gekocht haben. Ich wollte gerade Pampe sagen, war aber tatsächlich auch so. Also irgendwie haben wir beide die Lust am Kochen verloren. Wir hatten auch die Lust am Essen verloren. Dann haben wir uns echt viel Fertiggerichte reingeknallt und wir haben nicht mehr gesund gekocht. Und halt nicht abwechslungsreich und so. Und das war halt doof. Hat uns nicht gefallen. Da wollten wir was ändern. Hat er halt HelloFresh entdeckt. Ja, ist mir halt schwer. Und das haben wir dann auch begonnen und sind bis heute begeistert und haben auch kein einziges Mal bislang pausiert. Das kann man theoretisch machen, aber haben wir noch nicht gemacht, weil uns das gefallen hat, ne? Und immer noch gefällt. Und deswegen, ja, keep on going. Und deswegen gefällt uns das, ja. Könnte ich euch theoretisch mitnehmen. Ich weiß aber nicht, ob euch das interessiert, weil das hier ist jetzt ja hauptsächlich ein Beauty- und Lifestyle-Kanal. Kochen ist jetzt eher weniger so gefragt, sage ich jetzt auch mal in diesem Bereich. Ab und an zeige ich euch das auf Instagram in meinen Stories, dass ihr euch das anschauen könnt. Aber ja, so viel mehr auch nicht. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt keine Meisterköchin. Ich kann wohl gut kochen, das kriege ich wohin. Also nach Rezept kochen easy peasy, ne? Das mache ich wohl fertig. Aber ich bin jetzt nicht super kreativ, dass ich mir da jetzt irgendwie 1000 eigene Rezepte oder so ausdenken würde. Das ist halt einfach dann das von HelloFresh und ja, das ist dann lecker. Kommt wohl am Ende was Gutes bei rum. Ja, kann ich euch auch mal zeigen. Ist ja auch kein Thema. Ich habe euch ja auch schon die HelloFresh-Box hier einmal vorgestellt. Was übrigens super viel positive Resonanz auch erfahren hat, aber auch negative. Auch dadurch habe ich Hate bekommen, was ich frech fand, aber gut. Denn ich kann nichts dafür, dass HelloFresh ist, wie es ist. Die haben natürlich ein bisschen mehr, also kleinere Verpackungen und haben dementsprechend dann auch mehr Plastikmüll und sowas. Die stellen jetzt aber auch sukzessive immer mehr um im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ne? Aber was ich halt dadurch habe, ist viel weniger Food Waste, also quasi viel weniger Lebensmittel, die wir wegschmeißen, weil das halt für uns perfekte Portionen sind. Also wir sind jetzt nicht so die Ultra-Esser, wir sind auch keine Leute, die Pötte auf den Tisch stellen, sondern in der Küche direkt machen wir das portionsgerecht auf die Teller oder eben in unsere Mikrowellenpötte, dass wir das 1-2 Tage später dann zur Arbeit essen können. Ne, deswegen, also da bin ich persönlich super mit zufrieden und wie gesagt, ich kann das gerne mal machen. Ist ja auch keine Kooperation oder sonst irgendwas, das ist ja wirklich privat. Also mein Freund bezahlt das auch tatsächlich. Weiß gar nicht warum, der könnte das auch vom Partnerkonto nehmen, aber gut. Ja, und deswegen, so, manchmal kommt hier nämlich bei der Lidschattenbase so ein bisschen Öl mit raus und das ist mir gestern oder vorgestern voll hell ins Auge gelaufen. Boah, hat das gebrannt, deswegen gehe ich jetzt immer erst so ein bisschen damit übers Handtuch und mache das dann sauber. Genau, ja. Also Food-Videos, wie gesagt, kann ich gerne machen, aber das ist jetzt hier eigentlich eher so nicht der Content, den ich hier normalerweise habe. Und ich bin ja eigentlich, was Videos angeht, ganz gut dabei. Also ich habe ja wirklich auch sehr viele Ideen und sehr viele Videos, sodass ich dann auch für jeden Tag ein Video habe. Ich wüsste gar nicht, wie ich das dann auch noch mit untergebracht bekomme.
das wäre ein bisschen schwierig. Aber ich kann ja mal gucken, vielleicht koche ich dann ja auch irgendwie mal mit. Ich hatte auch schon mal überlegt, so Vlogs oder sowas zu machen, aber ich bin kein Vlog-Mensch, weil ich überhaupt nicht wirklich krasse Sachen erlebe oder so. Was soll ich euch mitnehmen bei irgendwelchen, ja, yay, ich gehe mal mit Sammy spazieren. Das habe ich auch schon mal als Video abgefilmt, relativ zu Anfang. Oder, keine Ahnung, ich sitze rum und schneide ein Video. Da kann ich mich jetzt auch nicht bei filmen. Oder ich bin im Garten. Guck mal vor beim Unkrautzupfen zu. Yay! Das ist auch nicht so spektakulär, ne? Deswegen ist es nicht so einfach. Hm. Naja, also wie gesagt, meine Vlogs werden wahrscheinlich nicht so hochspektakulär, weil ich erlebe auch nicht so spektakuläre Dinge, weil ich halt ein sehr bodenständiger Mensch bin. Ich erlebe nicht viel. Klar, jetzt in der Corona-Zeit noch ein bisschen weniger. Ansonsten, klar, ja, gehe ich auch mal mit meinen Mädels Party machen oder so. Aber ich möchte jetzt nicht meine Freundin vor die Kamera ziehen, ne? Also das definitiv nicht. Auch meine Mom, die war letztens bei einem Video mit dabei. Habt ihr nicht mitbekommen? Die saß hinter der Kamera quasi. Also jetzt nicht vorm Fenster hier, aber quasi da in der Ecke. Und als ich das Pinkbox-Unboxing gedreht habe, saß sie quasi neben mir. Mhm. Selbstverständlich vorher getestet und so ein Kram. Meine Mom ist, glaube ich, sogar schon geimpft. Hat die schon die zweite Impfung? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die hat die erste Impfung. Mhm. Und ja, das war witzig, denn da hat sie mich das erste Mal filmen sehen. Und im Prinzip den Mund gar nicht zugekriegt, weil die das total krass fand und voll begeistert war. Und ja, das war für mich halt auch eine ganz neue Erfahrung. Meine Stiefschwiegermama in Spe war auch schon mal mit mir in einem Zimmer, als ich mal gefilmt habe. Da habe ich, glaube ich, auch einen No-Cut gemacht. Das war bei einem Barbara-Box-Unboxing. Das war auch witzig. Das war noch vor der bösen C-Zeit. Ja, aber so viel dazu. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Läuft. Sammy, weißt du noch, was die Frage war? Ich weiß es nicht mehr. Kochen, genau. Ja, so viel zum Kochen. Annika Liebt hat auch gefragt, wie stehen die Chancen, dass du uns ein bisschen was vom Haus oder Garten zeigst? Ich glaube, ja, meine halbe Stunde ist gleich voll. Moment. So, da muss ich immer noch auf den Knopf drücken, dass er wieder neu anfängt und eine neue Datei bildet. Genau. Ja, du, also im Video habe ich das so, glaube ich, noch gar nicht intensiv gemacht. Bei Instagram mache ich das öfter mal. Da nehme ich euch öfters mal mit in den Garten. Da poste ich auch Fotos von, wenn unsere Blumen blühen oder so, ne? Oder wenn mal irgendwie verrücktes Wetter ist, dann zeige ich euch auch mal, wie es gerade bei uns so abgeht, auf der Terrasse oder auf dem Teich. Und ja, das mache ich ab und an mal. Haus eher weniger. Das stimmt wohl. Achso, falsch. Weil das ist halt so meine Privatzone, ne? Also ab und an seht ihr auch mal Fotos bei uns aus dem Haus raus. Ja, das mache ich ab und an mal. Aber dass ich mal so wirklich ein Video, eine Roomtour oder sowas mache, wird nicht vorkommen, weil mein Freund das auch nicht möchte. Und es ist ja nicht nur mein Haus und mein Garten, sondern von uns beiden. Und das ist immer eine Abstimmungssache. Und wenn der Partner das nicht so gerne möchte, also weder, dass er gezeigt wird, noch dass seine privaten vier Wände gezeigt werden, dann mache ich das auch nicht. Das ist Respekt, ne? Das ist seine Entscheidung. Und eigentlich ist es immer bei uns auch so gewesen, auch wenn wir uns so Möbel oder sowas ausgesucht haben oder auch damals, als wir auf Haussuche waren, dass wir halt immer gesagt haben, wenn einer von uns beiden sagt, nein, möchte ich nicht, kann man das auch argumentieren? Kann man das hinterfragen? Kann man versuchen, den Gegenüber zu überzeugen, das vielleicht anders zu sehen? Aber es sollte nicht ein exzessiver Überzeugungskrass-Mega-Versuch werden, ne? Sondern man sollte die Meinung des anderen respektieren. Wenn er das nicht möchte, dann möchte er das nicht. Und zu sagen, ich möchte das nicht, ist eigentlich schon Argument genug, ne? Da muss man keine Begründung groß für haben, weil ein Nein ist ein Nein. Also das ist halt wichtig zu wissen. Und ja, das wird dann auch respektiert. Finde ich auch super wichtig. Weil wenn ich jetzt ständig mich rechtfertigen müsste oder wenn er sich ständig rechtfertigen müsste für Entscheidungen oder für Gefühle, die man so hat, das wäre total Banane. Nein ist nein. Und das ist auch wichtig so. Und das macht auch eine respektvolle Partnerschaft aus. Das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Da muss man halt wirklich nur dann auch gegenüber einander ehrlich sein und dann auch wirklich nur dann Nein sagen, nicht wenn es nur für einen unkomfortabel ist, sondern wenn man es wirklich einfach nicht will.
Das ist wichtig in jeder Hinsicht, ne? Genau, und deswegen läuft das auch. Deswegen haben wir auch wirklich unser gemeinsames Traumhaus gefunden. Ist wieder gerade ganz weit weg vom Thema, aber egal. Wo wir beide glücklich sein wollten und glücklich sind tatsächlich auch. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen mehr Kreativität bei diesem Haus hier hatte, weil das war anfangs nicht schön. Also da mussten wir wirklich viel renovieren, viel machen und viel Kreativität reinstecken, um das Ganze schön zu sehen. Auch den Garten, das war ganz, ganz verwuchert. Wir haben hier praktisch auch gar keinen Teich gesehen. Da konntest du halt so drüber laufen, ne? Das war wie so eine Fläche, die mit irgendwelchem Wildwuchs bewachsen war. Und dann hat irgendwann mein Freund mal diese Matte, über die er dann gelaufen ist, in Anführungsstrichen hochgenommen. Dann haben wir herausgefunden, hey, da ist ja wirklich ein Teich drunter. Und das Witzigste, da waren auch noch Fische drin. Ja, sehr robuste Fische, Leute, ich sag euch das. Goldfische, ne? Das ist schon krass gewesen. Aber na, die haben wir halt gerettet. Dann hat mein Freund den ganzen Teich neu gemacht. Und jetzt haben wir da wirklich eine kleine Oase, wo auch viele Tiere immer sind. Wir haben da Libellen. Dann von unserem Nachbarn, nennt man das so? Ich weiß es nicht. Haben wir da dann auch die Bienen, die dann von seinen Bienenvölkern zu uns kommen und dann am Teich trinken und dann weiterfliegen zum Wald hin und so, ne? Mega cool. Also hier ist so eine kleine Oase. Jetzt gerade haben wir gefühlt den ganzen Teich voller Kaulquappen. Irgendwann hatten wir mal einen Frosch. Einen leisen Frosch. Der hat nicht laut gequakt oder so. Der war einfach nur da. Dieser Frosch hat aber irgendwann dann doch angefangen zu quaken, sodass er eine Freundin oder einen Freund gefunden hat. Wir wissen nicht, ob wir Männchen oder Weibchen hatten. Und wie das bei Fröschen so ist, wenn die sich vermehren und der Nachwuchs in dem Teich aufwächst, ne, dann kommen auch Nachwuchsfrösche nach und nach und so. Also dieses Jahr hatte mein Freund geguckt, als die Paarungszeit war, und da waren auch irgendwie 4 oder 5 Frösche bei uns im Teich. Und das ging ab wie ein Rampampam, sage ich mal. Und wir hätten auch nicht erwartet, dass da wirklich so viel Nachwuchs bei rumkommt. Aber gut, wir haben halt Goldfische bei uns im Teich. Die haben keine Fressfeinde, ne? Die können sich vermehren wie sonst was. Hat denen gefallen. Und ja, das wird dann sich immer weiter so fortführen, ne? Also wir haben hier dann wirklich, es geht ab. Ja, dann haben wir auch noch die bekannte Badeamsel. Mein Freund steht voll auf diese Badeamsel. Die kommt nämlich dann immer bei uns zum Teich und badet sich halt. Jo, was haben wir noch? Sammy hat sich mittlerweile so überlegt, und das ist ja echt kein Freund von Wasser, dass wenn wir vom Spazierengehen wiederkommen, dass er tatsächlich mal zum Teich geht und daraus trinkt. Ich war ganz begeistert, als ich das gesehen habe. Ja, ansonsten ist es halt so eine schöne Oase, wo du halt ständig irgendwelche Tiere siehst und Schmetterlinge und so. Es geht halt richtig ab bei uns. Und die Bienen, die halt kommen, das finde ich ziemlich cool, die fliegen dann immer so über meine Bärensträucher drüber. Bärensträucher, nicht Bären. Und bestäuben die natürlich. Und deswegen habe ich auch immer eine schöne Ernte. Mach mir da Marmelade von, oder ich nutze das ja auch so ein bisschen als Naschgarten, weil das ja auch, das sind ja unsere ganzen Kräuter auch, ne? Und dann gehe ich dann einfach im Sommer da immer entlang abends, das ist immer so meine Abendrunde, und dann nasche ich hier ein bisschen, dann streichle ich über den Zitronenthymian oder das Oregano drüber und freue mich meines Lebens und finde das alles klasse, weil ich wollte immer einen Kräuter- oder Gemüsegarten haben, und so habe ich so ein schönes Zwischending für mich geschaffen. Das finde ich cool. Das macht mir auch total Freude. Und da muss ich halt auch echt wenig Pflege reinstecken. Denn im Herbst muss ich dann die Sträucher so ein bisschen zurückschneiden. Bei den Kräutern gucke ich halt einfach, dass sie nicht zu krass explodieren. Bei dem Rosmarin, das war so ein mini kleines Pöttchen, das ist mittlerweile ein riesen Strauch geworden. Versuche ich den gerade so zu trimmen, dass er dann irgendwann Richtung Stämmchen wird. Muss ich mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Aber der rastet auch volle Elle aus. Und ja, der Thymian und der Oregano sind halt ein bisschen wie so ein Bodendecker. Also richtig, richtig schön. Und ja, das genieße ich halt, ne? Und die Brombeer- und Himbeersträucher, die poppen wie sonst was. Die sind direkt am Zaun und unsere Nachbarn können sich tatsächlich auch dran bedienen, weil die dann quasi wurzelmäßig unter dem Zaun drunter herwachsen und dann auch bei den Nachbarn sind. Und ich habe denen auch schon gesagt, wenn die euch nerven, dann einfach rausreißen, wegmachen, wie auch immer, ne? Dann also auf eurer Seite einfach wegmachen, weil das ist ja, geht ja ab wie ein Zäpfchen, da muss man sich ja keine Sorgen machen bei solchen Sträuchern, die sind sehr, sehr nett. Und wir haben die Erfahrung gemacht, was Pflanzen angeht, dass wir
bei Thum, also aus dem Baumarkt, die robustesten Pflanzen bekommen haben und tatsächlich im Restpostenmarkt bei uns, bei der Postenbörse. Das hat bei uns die besten Pflanzen bislang gegeben, die am robustesten irgendwie sind. Und das finden wir ganz cool, weil im Prinzip sind das mitunter die günstigsten Pflanzen, was Bäume und sowas angeht, also auch Vorgarten, Vorbeet, haben wir uns immer bei Gärtnern Sachen geholt, weil ja, ich habe damals mal so Schülerjobmäßig, ne, bei einer Gärtnerei gearbeitet bei uns in der Region und da war ich auf dem Feld und habe dann ja Hardcore-Arbeit gemacht. Also ich habe ja immer irgendwie gearbeitet und das war, wann war das denn? Nach dem Abi war ich quasi ein Jahr auf der höheren Handelsschule und zwischen dieser höheren Handelsschule und meiner Ausbildung habe ich das gemacht, um mir mein damaliges Auto, den Renault Twingo, kaufen zu können. Genau, das habe ich mir nämlich da verdient und das war Knochenarbeit. Deswegen weiß ich jede Pflanze, die ich in die Hand nehme, zu schätzen und hege und pflege sie bis zum geht nicht mehr, wirklich. Ne? Aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man solche Sachen dann, also so Bäumchen, Stämmchen und so, kriege ich persönlich besser. Auch groß, ne, wenn ich die tatsächlich von Gärtner reinhole und ja, so kleinere Sachen oder auch Lavendel und so, ne, das hole ich mir dann im Baumarkt oder teilweise auch im Supermarkt, da bin ich ja ganz entspannt. Ja, abgeschwiffen vom Thema. Wir gucken mal weiter. Wie gesagt, auf Insta folgen, da poste ich jetzt gerade Richtung Frühling, Sommer auch ein paar mehr Fotos. Da seht ihr dann auch ein bisschen mehr aus dem Garten. Jetzt so im Winter ging natürlich nicht das Allermeiste, da habe ich ein paar Schneefotos auch gepostet. Ja, so. Rajufi 3 fragt, wie alt ist Sammy? Tja, das ist halt eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten, weil Sammy kommt ja von der Straße. Das heißt, der ist mit ungefähr ein, zwei Jahren zu uns gekommen. Wir können nicht genau sagen, wie alt Sammy ist. Ne? Ich überlege gerade, der müsste jetzt 5 sein, ungefähr. Also der ist jetzt ja ein paar Jährchen auch schon bei uns. Das heißt, ja, 5. Ist er. 5,5 müsste das ja sogar sein, weil jetzt ist ja Mai und der ist im Dezember, haben wir das festgelegt, dass, ja, dass er im Dezember Geburtstag hat. Das kannst du ja nicht sagen, das tragen die Hunde ja nicht als Schleifchen um den Hals, ne? Weil wir haben den vom Tierschutz, von der Eiche for Dogs und die holen oder haben in Bosnien ein Asyl, wo die von der Mülldeponie oder von der Straße, die halt dort ist, also es ist vielmehr eine Mülldeponie tatsächlich, die Tiere versuchen zu holen und so ein Stück weit zu sozialisieren und impfen, kastrieren natürlich auch. Ne? Es dürfen keine Tiere eingeführt werden, die nicht kastriert sind. Das ist auch eine ganz wichtige Information. Mist, jetzt habe ich gerade den Namen meines Freundes gesagt und muss doch das Video schneiden. Mein Freund hat letztens noch gesagt, dass er gerne Sammy unkastriert bekommen hätte, weil er den so toll vom Wesen findet, dass er den am liebsten auch züchten würde oder gezüchtet hätte. Ja, naja. Machst du nichts dran, ne? Aber so haben wir halt einen wundervollen Hund mit einem wundervollen Wesen und sind da sehr glücklich drüber. Der passt halt auch echt zu uns. Ich meine, ne? Der passt wirklich zu uns. Wir sind halt nicht so die aktivsten und das ist er auch nicht. Und ja, genau, das ist dann zum Alter von Sammy die Geschichte. Ja, nur Lea 2020. Planst du irgendwann einen Urlaub in Dubai? Es würde mich freuen, dich kennenzulernen. Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt tatsächlich das ein oder andere Land, wo ich sage, da muss ich jetzt nicht unbedingt hin. In meinem Leben, das muss ich nicht unbedingt gesehen haben. Das reicht mir, wenn ich das durch Filme oder Videos, was ja auch Filme sind, durch Fotos sehe oder wie auch immer, ne? Aber da muss ich nicht persönlich gewesen sein. Und für mich sind das so im Prinzip alle Länder, wo ich mit Reisepass hin muss. Wobei ich eigentlich schon ganz gerne mal auf die, ja, so ein bisschen so Karibikinseln und so, fände ich irgendwie auch schon ganz geil, wobei mir da auch viele gesagt haben, Claudia, ja, es ist schön, dass du da wohl mal Bock drauf hast, aber so schön ist das da gar nicht. Also wenn jetzt so Freunde von uns da zum, hier, wie heißt das denn, Honeymoon waren, ne, also quasi Hochzeitsreise, haben die mir halt auch so ein bisschen den Zahn gezogen, was ich jetzt nicht schlimm finde, also, ne, bin ich ganz entspannt. Ja,
Aber deswegen, eigentlich so Länder, wo man mit Reisepass hin muss, sind nicht die Länder, die jetzt so mein muss ich unbedingt hinland sind. Genau. Ein Heimscheißer. Soteria.prd wollte dich fragen, welche Lidschattenpalette du empfehlen kannst im Alltag. Ja, du, diverse. Also, da musst du dir keine super teure holen. Es gibt auch wirklich aus der Drogerie super tolle Lidschattenpaletten, die man so nehmen kann. Ne? Im Alltag, das werdet ihr auch gleich sehen, wie ich so meinen Look hier gleich schminken werde. Das wird sehr simpel sein. Würde ich präferieren, sich einfach eine Lidschattenpalette zu nehmen, die irgendwie nudefarbene Töne hat und ein bisschen Schimmertöne. Mehr brauche ich so nicht, weil das muss schnell gehen. Und da würde ich zum Beispiel von Catrice die Five in a Box empfehlen. Die sind halt handlich, schnell. Du hast direkt so eine Farbauswahl und nicht irgendwie 20 Farben, aus denen du dich entscheiden musst, welche Farbe nehme ich denn jetzt für meinen Look. Und deswegen, da hat aber auch BH Cosmetics mit der Desert Oasis eine richtig tolle Palette schon vor Ewigkeiten rausgebracht, die ich für den Alltag empfehlen kann, weil die praktisch sind. Da hast du halt auch direkt so Base-Produkte mit drin und musst da nicht zusätzlich irgendwelche Produkte verwenden. Wenn du es ein bisschen hochpreisiger haben möchtest, definitiv von Dominique Cosmetics die Transition Palette, die auch richtig gut ist, weil du die für Puder, Blush, Bronzer, Highlighter, Augenbrauen, alles in einem verwenden kannst. Wobei, nee, nicht Highlighter dafür. Also man bräuchte quasi noch einen Highlighter separat mit dabei, weil die ja komplett matt ist. Aber so könnte man sich halt auch super schnell einen Alltagslook mitschminken. Ansonsten kannst du fast alle Paletten, also Alltag kannst du auch mit einer grünen Palette dir schminken. Das kommt drauf an, wie fancy du so drauf bist, ne? Also da ist jeder wirklich vollkommen frei. Wichtig für mich wäre tatsächlich, und was ich halt auch so für meine Schminkbox, die ich ja hier auf dem Tisch habe und mit der ich mich jetzt ja quasi gerade auch schminke, was ich da berücksichtigen würde, ist, dass es Produkte sein sollten, die A, miteinander funktionieren und B, nicht zu kompliziert sind. Ich brauche jetzt keine Lidschattenpalette im Alltag haben, die ich stundenlang verblenden muss. Würde ich einen Rappel kriegen. Oder irgendwelche Glitzershades, oder ne, so pure Glitzershades, die mir dann die ganze Zeit runterfliegen würden. Da würde ich auch einen Rappel kriegen. Aber jeder so, wie er meint. Und wenn man Bock auf sowas im Alltag hat, tob dich aus. Gerade Lidschatten jetzt, ne? Du hast nicht die Möglichkeit, deine Lippen irgendwie groß zu zeigen. Dann hau dir eine fette, geile Lidschattenpalette auf die Augen. Mach dir da einen fancy Look draus. Also, da ist jeder frei. Da möchte ich jetzt hier keine Vorgaben oder sowas machen. Ihr werdet auch gleich sehen, die Palette, die ich verwende, die kann viel mehr als das, was ich dann daraus gleich machen werde. Aber es ist halt so, was ich dann mal eben schnell im Alltag schminken würde, ne? Kannst du bitte erzählen, wie Sammy zu euch kam, wo der Schatz her ist und so weiter? Liebe Grüße, Andrea. Fehmarn-Freundin, das habe ich eben, glaube ich, ein Stück weit auch beantwortet, ne? Ja, genau. Das habe ich beantwortet. Ich wollte auch tatsächlich mal ein komplettes Sammy-Video drehen. Also wie das überhaupt so ist, wenn man Hunde aus dem Tierschutz holt und so weiter. Ich glaube, das mache ich nochmal separat. NB1023909 möchte gerne wissen, wie ist die Situation im Haus bezüglich Renovierung im Obergeschoss? War das Obergeschoss nicht ausgebaut bei Kauf? Doch war es. Es war auch bewohnt. Wir hatten auch tolle Mieter. Da hatte ich auch irgendwann mal, als ich einen sehr, sehr bunten Look geschminkt habe, glaube ich. Ich meine mich da echt dran zu erinnern. Da hatte ich auch erzählt, für unsere Mieter ziehen gerade aus. Die haben nämlich die Couch von der vom Balkon runtergeschmissen bei uns im Garten. Also das hat mein Freund mit denen halt auch zusammen gemacht. Ne? Alles gut, wir konnten ganz gut miteinander. Ja, aber die haben sich getrennt und deswegen sind die ausgezogen. Weil die Wohnung ist zwar groß oben, also wir haben ja hier von der Grundfläche 130 Quadratmeter und oben sind es halt dann abzüglich Schrägen und so weiter bei ungefähr 100 Quadratmeter. Doch, das Obergeschoss war ausgebaut, ist es auch immer noch, aber wir müssen es natürlich renovieren und dafür musst du Zeit und Bock haben. Das ist eben die Sache, ne? Und wenn das halt eine Wohnfläche ist oder etwas ist, wo du nicht selber drin wohnst, das heißt, du machst es schon irgendwo für dich, weil du es nachher ja vermietest und dann Mieteinnahmen, da haben wir es, aber du wohnst ja nicht selber drin, deswegen hat man da nicht so die Motivation, wie wenn man selber drin wohnt. Also hier bei uns, ne, in unserem Erdgeschossgedönsen, wo wir jetzt halt wohnen, das haben wir innerhalb von 6 Wochen mal ebenso in Anführungsstrichen gemacht. Nee, also wir haben echt in die Hände gespuckt, waren super organisiert. Da haben wir auch Hand in Hand mit Freunden, Handwerkern und so weiter und so fort gearbeitet. Das war Wahnsinn, aber das war auch eine Mammutaufgabe und wir waren nachher auch platt.
Also das war echt krass, zumal als wir dann mit der Renovierung fertig waren, habe ich auch noch einen neuen Job angetreten. Das war noch der Job vor meinem aktuellen Job. Das war schlimm. Das war richtig schlimm. Ging mir gar nicht gut damit. Meinem Freund ging es auch gar nicht gut damit. Das war alles viel zu heftig, viel zu schnell. Natürlich war das alles organisiert, aber du hast ja wirklich durchgepowert, ne? Gedanklich und auch körperlich. Und das war zu schnell. Das war ein bisschen zu krass. Und deswegen würde ich das halt auch keinem empfehlen. Und so schnell alles durchzuziehen. Naja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt oben ausgebaut. Was wir auf jeden Fall machen, also wir haben schon die ganzen Tapeten runtergenommen. Wir müssen halt noch oben alles spachteln und schleifen. Aber dafür haben wir tatsächlich auch einen Maler, der das macht, Gott sei Dank. Und ja, tapeziert werden muss alles neu, weil es ist im Mietrecht halt mittlerweile ein bisschen anders. Die Mietwohnung muss quasi im Zustand übergeben werden, wie sie übernommen worden ist. Ne? Also wenn du jetzt eine Wohnung unrenoviert übergibst, dann kann derjenige, der dann später einzieht, auch quasi unrenoviert übergeben. Das heißt aber nicht, dass er die Tapeten von den Wänden nehmen muss. Ja, und wir wollen es halt gerne renoviert übergeben und wollen es dann auch quasi renoviert zurückbekommen, also quasi mit freshen Tapeten dran, weil das halt wirklich durch die Größe nicer ist. Und da haben wir uns halt für entschieden und deswegen machen wir das alles ein bisschen feiner. Und das Badezimmer wollten wir halt auch ein bisschen schicker machen, weil das schon seit Ewigkeiten so ist, wie es ist. Und das wollten wir schon aufhübschen. Aufhübschen ist gut, wir wollen es halt einfach renovieren. Ne? Das muss halt, manche Sachen müssen neu. Das muss der Mieter dann halt natürlich nicht nachher noch renovieren, aber wir wollten da halt schon neue Sachen machen. Klar, da ist jetzt Badewanne und Dusche drin. Wir werden dann wahrscheinlich die Badewanne rausnehmen, um das Ganze ein bisschen größer und offener zu gestalten. Das haben wir bei uns hier unten ja auch gemacht. Und ja, so hat man halt noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, was zu stellen. Vielleicht da auch, dass die Mieter Möglichkeiten haben, irgendwelche Schränke oder sowas hinzustellen. Ich glaube, das wird ganz gut sein und gut ankommen. Deswegen wollen wir das auch so machen. Und ja, genau, das kommt aber alles mit der Zeit. Und du brauchst halt auch Handwerker, die kriegst du jetzt aktuell nicht unbedingt. Wir haben, wie gesagt, jetzt für oben Maler, das finden wir richtig klasse. Was mein Freund und ich da oben jetzt noch machen, ist ein bisschen die Elektrik, Schlitze stemmen. Und da müssen natürlich ein paar Wände dann auch nicht nur verspachtelt, sondern dann auch die Schlitze zugeputzt werden. Also da musst du mit ein bisschen kräftigeren Sachen dran gehen, aber das kriegen wir alle hin. Haben wir hier unten auch sehr gut gemacht. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal in dem Video erzählt. Ich kann auch mit einer Mauernotfräse umgehen, da habe ich auch keine Berührungsängste. Ne? Also das ist ein schweres Teil, aber da kriegt man alle wohin. Und ja, genau, also das ist das, was wir jetzt aktuell machen. Dann die Türzargen wollten wir abschleifen und oder anschleifen vielmehr und ein bisschen heller streichen, weil das alles noch so jetzt in Eiche rustikal da oben ist. Das fanden wir einfach nicht so ansprechend. Das wollen wir ein bisschen schicker machen, ein bisschen mehr der Zeit angepasst. Ja, und dann halt noch das Badezimmer. Das werden wir rausreißen. Aber das Neumachen lassen wir machen. Ne, das machen wir nicht selber. Wir können vieles, aber wir können keine Fliesen legen zum Beispiel. Das ist nicht so unser Ding. Na, die Augenbrauen sind nicht so ganz optimal geworden. Aber wir kommen damit klar. So. Next one. Lucifer666 hat mich gefragt, ob ich rauche. Kurz und knapp beantwortet, ja, leider. Aber ja, es ist ein bisschen schwierig, weil man muss ja auch immer Vorbild sein und so, ne? Aber was soll ich machen? Soll ich mich hier hinsetzen und Nein sagen? Ich möchte mich schon so gerne allen möglichen Fragen auch stellen und sie beantworten, ehrlich beantworten. Und da muss ich leider sagen, dass ich rauche, ja. Lenke Anne fragt, wie läuft es mit der Renovierung? Läuft. Nemrak 3568. Beschreibe deinen Mann. Optisch, Charakter, verrückte Eigenschaften. Vorher aber Erlaubnis, Punkt, Punkt, Punkt. Mehr kam leider nicht über aufgrund von zu kleines Fensterchen. Mein Freund ist wundervoll. Es ist mein Seelenpartner, mein Weggefährte. Mein Freund ist mein bester Freund, mein Mann, mein, weiß ich nicht, mein Topf, mein Deckel, mein Alles, mein Ein und Alles. Ich kann ohne ihn nicht, ich will ohne ihn nicht.
ich finde ihn wunderbar. Also er ist verständnisvoll, er ist ehrlich, er gibt mir Halt, er gibt mir Rückhalt. Er ist der liebevollste Mensch, den ich kenne. Er ist super empathisch, super emotional mir gegenüber, positiv gesehen. Er ist einfach wunderbar, wirklich. Also für mich ist es der perfekte Mann. Entschuldigung an alle Männer, die zuschauen, aber für mich ist mein Freund der perfekte Mann. Jedenfalls der perfekte Mann, der zu mir persönlich passt. Mhm. Ja, und deswegen, also ich habe ihn unheimlich gerne. Und dadurch, dass wir auch schon so lange zusammen sind, haben wir uns natürlich auch ein Stück weit zueinander hin entwickelt. Also als wir damals zusammengekommen sind, war ich ja, upsala, das nennt man Kickback, war ich so ein kleines Möchtegern-Punky-Girl. Also ich sag wirklich Möchtegern-Punky-Girl, ne? Ich sah zwar aus wie ein Punk, aber so rebellisch und so, wie mein Umfeld damals war, habe ich mich nicht getraut zu sein. Aber sei es drum. Ein Stück weit rebellisch war ich schon. Ja, und mein Freund war so Hip-Hopper, hatte seine Halb-Acht-Jeans an, seine Baggies und seine Riesenschuhe, seine Sneaker. Ne, es waren keine Sneaker, das waren richtige, weiß ich nicht, Riesenschuhe, keine Ahnung. Seine fette Jacke immer, und also richtig hammermäßig, wie mega kontrastmäßig wir auseinanderlagen. Mein Freund ist ein bisschen größer als ich, hat braune Haare, genauso wie ich grün-braune Augen, was ziemlich cool ist, weil das findet man jetzt nicht super häufig auf der Welt, ne? Oder grün-braune Augen sind jetzt nicht super häufig vertreten, ne? Also das ist schon witzig gewesen. Mein Freund ist ein handwerklich total begabter Mann, der ist generell ein sehr begabter Mann. Wenn er irgendwie irgendwas in die Finger bekommt, was er super interessant findet, also wofür sein Herz dann quasi sich begeistern kann, dann geht er darin auf. Der ist so, also so begeisterungsfähig. Das ist Hammer. Ja, er ist emanzipationsmäßig auch ganz gut mit dabei, weil wir müssen gar nicht miteinander reden, was Kochen angeht, was Haushalt machen angeht oder so. Das ist wie selbstverständlich, dass wir beide alles machen. Also sei es, dass Claudia die Mauernotfräse schwingt oder, ja, sofern sie gelassen wird. Da hat mein Freund dann doch manchmal ein bisschen Angst, aber egal. oder dass mein Freund dann auch mal, also mein Freund putzt hier zum Beispiel immer die ganzen Fenster und so, ne? Der ist, weiß ich nicht, der hat mich damals auch zum Kochen motiviert. Also damals habe ich das so von zu Hause aus nicht gelernt, dass man, also Kochen und so, ne? Es war halt dieses Typische von meiner Oma. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Meine Mama hat sich dann auch irgendwie immer beholfen. Gibt aber auch heutzutage zu, dass sie nicht so die Meisterköchin ist. Also ist das kein Bash gegen meine Mom. Sie weiß das selber sehr gut, dass sie mir damals auch nicht so viel beibringen konnte. Also in der Zeit, wo meine Eltern sich getrennt haben und ich mit meiner Mama alleine gewohnt habe, war das echt eine interessante Zeit, was wir da gegessen haben. Es gab sehr häufig Nudeln mit Marmelade oder mit Tomatensauce. Es gab sehr häufig Sahnehering mit Pellkartoffeln. Das war echt geil. Ja, und dann irgendwann haben mein Freund und ich dann beschlossen, dass wir dann immer am Wochenende kochen und dann vorkochen, dass wir wenigstens ein bisschen vernünftige Sachen essen. Das war echt witzig. Aber meine Mama weiß das. Mittlerweile hat ihr Mann sie auch so ein bisschen zum Kochen animiert und bringt ihr das auch ein bisschen näher, sage ich jetzt mal, ne? Und das funktioniert ganz gut. Ja, ich wollte aber meinen Freund beschreiben. Ansonsten ist jetzt nicht so ein super sportlicher Typ, aber das bin ich auch nicht. Er ist aber super stark. Da bin ich immer wieder begeistert, wie stark der ist. Der kann extrem fokussiert arbeiten. Finde ich auch immer krass. Dann geht er so ein bisschen so in seine Gedankenwelt und dann ist der aber voll into it, voll heftig. Der kann mich 1A ausblenden, ne? Also das ist Wahnsinn. Wenn wir da beide sitzen und arbeiten, kann ich daneben an irgendwie eine Zoom-Konferenz haben und Laberababer machen. Aber wenn der gerade mit seinen Arbeitsthemen beschäftigt ist, der kriegt da nichts von mit. Gar nichts. Obwohl der mich sehr gut hören könnte, aber der kann das 1A ausblenden. Das ist echt Respekt davor, muss ich sagen. Ja, ansonsten
wundervoller Mann, ne? Hat einen Bart. Also so, anfangs fing das hier so an, wobei das ist eigentlich immer noch hierauf so beschränkt, ne? Aber da hat er so seinen Bart. Dann hatte ich irgendwann auch mal meine Zeit, als er den hat wachsen lassen, ne? Da hatte ich ja alles entzündet. Ich hatte quasi selber auch einen Bart. Das musste ich immer überschminken in den Videos, weil das sah echt schlimm aus. Da habe ich auch meinem Freund gesagt, Junge, du musst so sehen, dass das Kram weicher wird, weil ich kriege da Entzündung von an meinem Mund. Das geht so nicht. Und ja, dann hat er auch Bartöl und so ein Kram alle benutzt und dann hat das auch funktioniert. Mein Freund ist stur und ja, da sind manchmal Diskussionen auch ganz interessant. Aber in Bezug auf mich sehr, sehr, sehr liebevoll. Genau, und jetzt habe ich gleich wieder meine halbe Stunde voll. Also, klick, klack. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns die nächste Frage an. So viel zu meinem Freund. Christina ist es, glaube ich, ne? Christina rückwärts. Was ist deine Lieblingsmarke in Sachen Make-up und wie geht es dir zurzeit? Meine Lieblingsmarke in Sachen Make-up. Habe ich da überhaupt irgendwie konkrete Marken? Also damals war es Safe, Too Faced, da bin ich ja voll drauf abgefahren. Aber mittlerweile hat die Drogerie halt so dermaßen heftig nachgelegt, dass ich das gar nicht mehr so konkret festlegen würde. Also ich würde das auch gar nicht mehr so unbedingt an Marken festmachen. Das sind immer so einzelne Produkte, mehr oder weniger Momentaufnahmen, die mich halt in dem Moment so dermaßen begeistern, dass ich da einfach drauf abfahre, ne? Also, weiß ich nicht. Ich bin ein Fan von Nabla mittlerweile sehr geworden, wobei da halt auch nicht alle Produkte wundervoll sind, aber doch viele mich begeistert haben. Love ist nach wie vor eine Marke, die ich total toll finde und einfach in der Drogerie vermisse, wo ich es sehr schade finde, dass man sie halt in Anführungsstrichen nur noch online findet, weil das war halt immer, Drogerie ist immer so eine Sache, wenn man halt kann, ne, dass man im Laden sich die Produkte anschaut und man sie swatcht und das ist halt dieses Erlebnis mit diesen Theken und so, das finde ich eigentlich immer ganz schön, aber gut, das habe ich halt bei anderen Marken wie jetzt Too Faced auch nicht unbedingt, ne, also das finde ich jetzt ja auch nicht immer im Laden, so gar nicht, es sei denn, man findet irgendwo mal ein Sephora, aber dafür lebe ich ja zu sehr auf dem Land, als dass sowas, ey, irgendwie bei uns in der Nähe wäre, also von daher, ne, ja, aber, genau. Tolle Aussage, Claudinchen. Ansonsten finde ich, dass Catrice und Essence halt mega, mega nachlegen. Also das ist Wahnsinn, wie die sich verbessert haben. Ja, ansonsten entdecke ich auch immer wieder neue Marken, die ich sehr interessant finde. Da gehört natürlich auch Nabla tatsächlich zu. Revolution ist auch immer noch eine Sache, die ich interessant finde, weil die einfach preis-leistungsmäßig so krass unterwegs sind. Ja, und dann so alles drumherum, ne? Natürlich interessieren mich halt auch mal so richtig krasse Luxusmarken, wo ich immer zu kniepig bin, das zu bestellen, weil ich denke, boah, nee. Ich habe heute noch wegen Dolce & Gabbana bei Douglas auf der Homepage geguckt, einfach nur mal geguckt, ne? Weil ich glaube, Mama Copio, die hatte letztens auch ein Fullface hochgeladen oder ein Schminki dazu. Da habe ich auch gedacht, oh, geil, diese, nicht Qualität, diese Verpackung, ne? Verpackungsopfer schreit laut Hallo. Bin ich voll drauf abgefahren. Aber dann gucke ich mir das Produkt an und denke mir, ja geil, irgendwie 100 Euro für eine Foundation, das ist ja minimal übertrieben. Die kann gar nicht so gut sein, dass sie ihr Geld wert ist. Und dann denke ich mir, nee, holst du nicht, gib sie nicht dein Geld für aus. Nö, aber ansonsten mag ich auch super gerne die ganzen Influencer-Marken, ne? Also was hier, na, die Influencer-Marken, die Geschichten, na, von Tara, Tamtam Beauty, ne? Die finde ich auch super schön. Die Produkte mag ich gerne. Ich bin gespannt, was Maxim jetzt rausbringt, wenn er seine eigene Marke launcht und so. Also, weiß ich nicht, da bin ich sehr frei, sehr offen, ne? Also, das sind jetzt übrigens zwei verschiedene Farben. Im Innenwinkel habe ich so ein helles genommen. Und hier nehme ich jetzt so ein champagnerfarbenes Gedöns. Nur so. Das macht irgendwie so einen Flow rein. Genau, und deswegen, also da jetzt irgendwie mich auf Marken zu fixieren, würde ich jetzt nicht machen wollen. Genau. Wie es mir aktuell geht, das schwankt so hardcore, Leute. Also, es ist crazy, denn wir haben ja, immer noch Corona. Und deswegen diese ganze Homeoffice-Pflichtgeschichte und so.
Man fühlt sich einerseits abgeschirmt von der Welt, aber andererseits, dadurch, dass ich YouTube mache, fühle ich mich dann doch wieder integriert. Dadurch, dass ich mit meinen Freunden zusammen Skype-Mädelsabende mache, sieht man sich wenigstens. Aber irgendwie fühlt sich das alles merkwürdig an, weiß ich nicht. Mir persönlich, gesundheitlich geht es besser denn je tatsächlich. Also mir geht es wirklich gut, ich kann mich nicht beschweren. Meine Therapie läuft übrigens auch sehr gut, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen durch meine Stimmung, die sich bessert. Weiß ich nicht. Ich bin glücklich mit meinem Beruf, ich bin super glücklich mit meinem Freund. Natürlich hat man ab und an mal Sachen, die einen ärgern, wo man so Einschläge hat. Man hat auch mal Streit mit Leuten, mit seinem Umfeld. Aber im Großen und Ganzen sage ich immer, ey Claudia, hör auf mit diesen First World Problems. Dir geht es doch eigentlich gut. Was willst du eigentlich mehr? Ne? Also, ich kann mich eigentlich echt nicht beschweren. Und deswegen versuche ich da einfach immer so ein bisschen mich selber auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und zu sagen, Claudinchen, jetzt hör auf zu meckern, mach, krieg deinen Arsch hoch und mach einfach. Das ist eben so, weiß ich nicht, das, was mein Leben bestimmt, ne? Dass ich auch sage, es gab schon schlimmere Zeiten, Augen zu und durch, oder nicht meckern, machen. Das ist etwas, was ich auch immer ganz schlimm finde von manchen Leuten, dass die im Prinzip da sitzen, also jetzt mal so ganz plakativ gesprochen, ne? Du sitzt in deinem Schreibtisch, bekommst eine Aufgabe auf den Tisch und regst dich erstmal einen halben Tag über diese Aufgabe auf, wie scheiße du sie findest. Nur mal so plakativ. Diese Aufgabe wäre aber innerhalb von Stunde, zwei Stunden vielleicht erledigt. Du hast aber einen halben Tag damit verschwendet, dich darüber aufzuregen, wie ein Mensch so furchtbar sein konnte und dir diese Aufgabe übertragen hat. Und du hast ja gar keinen Bock drauf und es ist alles scheiße. Das hilft nicht. Das bringt dich nicht im Leben weiter. Das bringt dich nicht persönlich weiter. Manchmal muss man einfach machen. So. Ich meine. Genau. Aber ansonsten, nö. Geht uns gut. Wir können uns nicht beschweren. Ich kann mich auch eigentlich nicht beschweren. Ich hatte das letztens, glaube ich, auch mal in einem Video gesagt. Wir hatten zwar mal einen Streik bei uns auf der Arbeit, aber das ging halt mehr so um diese Tarifkommission, Gedönsen, ne, was man halt immer mal wieder hat und dann, ja, ist das halt auch mal mit dabei, aber das ist nicht, dass es mir deswegen schlecht gehen würde, um das mal so zu sagen. Ja, so, haben wir auch den Lidschattenlook gemacht. Nice. Ja, weiter gucken. Nicole Nina Wien, mit der ich übrigens also die ist in unserer Trash-Wanderpaket-Gruppe mit drin, voll cool. Wie sahen als Kind Jugendliche deine ersten Schminkversuche aus? Witzig. Oh, Leute. Letztens habe ich noch tatsächlich alte Fotoalben von mir durchgeguckt. Und zwar so im Jugendalter. Ne? Das ging eigentlich mehr darum, dass es ein Teil meiner Therapie war, dass ich mir das quasi mit meiner Therapeutin zusammen durchgeschaut habe und wir da einfach ein bisschen geguckt haben, was oder wie überhaupt etwas aus mir werden konnte, nachdem die ganze Kacke so in meinem Leben passiert ist. So. Und meine ersten Schminkversuche waren blauer Lidschatten von, was war das? War das Manhattan oder so? Von Art Deco. Blauer Lidschatten, so hellblau, noch heller als mein Oberteil. Aber auch mit Schimmer drin tatsächlich. Pinke Lippen. Das habe ich auch immer total gefeiert. Aber das ist nicht nur die ersten Schminkversuche gewesen, sondern das habe ich auch wirklich langfristig so getragen, weil ich das hübsch fand. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Mascara verwendet habe. Doch, ich hatte eine wasserfeste Nivea-Mascara. Die hatte ich definitiv. Pinke Lippen, wie gesagt, das war mal in irgendeiner Zeitschrift mit drin gewesen für Umme. Das war so ein Lippenstift, der so doppelseitig war. Also quasi, ne, der Stift halt. Und auf der einen Seite war der pink, auf der anderen Seite war Pflege. Ganz crazy, Leute, wie das ausgesehen hat. Ja, und Kay Kiel auf jeden Fall. Bunt. Vor allem bunt. Aber das war ja auch in der Zeit der 2000er so ein Stück weit, ne? Also von daher, da ging die Party ab, sah aber nicht schön aus. Und ganz viel Haarschaum und Haarspray habe ich immer geliebt, also ganz viel die Haare aufpuffen.
Claudi, sehen wir jemals deinen Freund? Möchte Loni 1.12.2018 wissen. Nö, weil wir respektieren müssen, dass er das nicht möchte. Und da waren wir eben schon bei, ne, dass wir darüber so ein bisschen gesprochen haben. Respekt ist halt wichtig. Und wenn er das nicht möchte, dann möchte er das nicht. Der ist auch nicht so der Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise sich in den Mittelpunkt oder den Vordergrund drängen möchte. Im Privaten, ne? Das ist nicht so sein Ding. Kussgöttin, wie zufrieden bist du mit deinen Klamotten von Shein? Oh ja, was ein Reizthema, Leute. Puh, dass dieses Video so eingeschlagen hat wie eine Bombe, hätte ich nicht gedacht. Ne? Muss ich ja mal kurz erwähnen. Da gab es ja so viele Reaktionen drauf. Da war ich ja schockiert. Also, das hat mich auch echt beschäftigt, ne? Auch mental. Und ich habe auch über vieles nachgedacht. Habe dann auch mich umgeschaut, was es überhaupt so für Fair-Fashion-Labels gibt. Aber Leute, die sind halt wirklich sehr, sehr hochpreisig. Ne? Da muss man halt auch überlegen, ob man bereit ist, das Geld dafür auszugeben. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin zufrieden mit meinen Klamotten von Shein. Die Qualität ist, also ich sag mal so, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die ist nicht immer perfekt, aber ich habe da auch viele Produkte, die ich sehr, sehr gerne trage. Und die halt echt auch gut verarbeitet sind. Ne? Also vor allem so diese Oberteile, die halt zwischen den Beinen zugeknöpft werden zum Beispiel. Die trage ich so gerne. Ich finde das so praktisch, wenn du dich halt nicht bückst und der halbe Hintern hängt raus, sondern wenn du da noch so eine kleine Unterstützung mit dabei bekommst. Ja, ansonsten die Kleider finde ich so schön. Ich freue mich auf die Zeit, wenn ich die Kleider alle tragen kann. Wie gesagt, heute kommt die Sonne mal raus. Ansonsten ist hier ja nicht so das optimale Frühlingswetter. Ansonsten hätte ich die Sachen schon viel häufiger getragen, weil ich freue mich drauf. Die Kleider sind so schön. Die mag ich einfach gerne. Die sind ein bisschen kürzer, deswegen ist es ganz praktisch, dass gerade Homeoffice angesagt ist, ne? Dann sieht man nicht so unbedingt, wie kurz das Kleid ist, was man gerade anhat. Ja. Das ist immer so eine Sache. Wenn du im Homeoffice sitzt, ne? Ja, ja. Ja, ansonsten. Es ist halt genauso wie auch bei H&M, C&A. Du kannst mal Glück haben, du kannst mal Pech haben. Natürlich ist es einfacher, wenn du aus dem Shop bestellst, der ansässig in Deutschland ist, den Rückversand zu machen, weil auch deutsches Recht gilt und so weiter. Das muss man halt immer bedenken, dass wenn du Sachen zu rückschicken möchtest, dass es manchmal ein bisschen schwieriger ist. Es gibt aber auch bei Shein die Möglichkeit, dass man, ich glaube, das kostet dann 1,99 €, dass man so ein Häkchen anklickt, um halt diese Rückversandsgeschichte abgesichert zu haben. Ne? Also da muss man dann halt auch drüber nachdenken, wenn man dort bestellt. Genau. Aber bei mir ist es halt so, wenn mir persönlich die Klamotten nicht gefallen, dann finde ich aber in meinem Umfeld Leute, denen die gefallen. Und genau, weil ich habe halt von den Maßen her, weil ich halt so lang bin, etwas andere Maße, als das jetzt bei den asiatischen Frauen ist. Ne? Die sind halt ein bisschen kleiner als ich und dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger. So, dieser Eyeliner gefällt mir nicht so hundertprozentig. Das ist jetzt heute das erste Mal, dass ich den verwende, weil den anderen von Tarte, den ich eigentlich immer benutzt habe, den habe ich verloren gekriegt. Ich bin gestern hier an meinen Schminkturm dran gekommen. Ich muss mal meinen Tisch vorziehen. Vielleicht ist er da irgendwo drunter geflogen. Und dann ist er weg gewesen. Ich habe hier schwarze Löcher, Leute, wirklich. Okay, ja, aber es hat funktioniert. Ja, genau, so viel zu der Qualität. Aber da war ich wirklich ein bisschen überrascht über dieses Feedback, dass Leute sich halt persönlich auch so angegriffen gefühlt haben, dadurch, dass ich von Shein was gezeigt habe. Das fand ich echt krass. Aber ich glaube, da ging es den Leuten auch viel mehr darum, dass es irgendwie in letzter Zeit viel, nicht nur von mir, aber auch von anderen, ne, viele Kooperationen und so weiter gibt. Und naja, man muss halt bedenken, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit die Anzahl der Kooperationen auch ein Stück weit ansteigt, weil die Firmen auch sich selber über Wasser halten wollen. Und eine Kooperation mit einem Influencer zu machen, wo du halt nur die Produkte hinschickst, ist deutlich günstiger, als wenn du eine Fernsehwerbung machst oder eine Werbung auf YouTube mit einem eigenen Video und so weiter. Ne? Darf man nicht vergessen, weil wenn ich dann Produkte zugeschickt bekomme, die vielleicht das Unternehmen 40 € gekostet haben, ist es für die Peanuts.
Deswegen. Nur so für euch fürs Verständnis, weil ich werde ja nicht dafür noch weiter bezahlt. Das ist ja wirklich nur das Produkt, was die mir zuschicken. Und dann gehen natürlich auch noch die Margen und so weiter davon runter. Also für die ist es ja wirklich mal eben Einkaufspreis und Herausguckette. Das ist echt, darf man nicht vergessen. So. Fun with 50 Plus fragt, welche Lidschattenfarbe magst du gar nicht und welche am liebsten? Ist Grau eine Farbe? Ich weiß es nicht, aber Grau mag ich nicht. Schwarz mag ich ehrlich gesagt als Lidschatten auch mittlerweile nicht mehr so gerne. Das habe ich damals auch. Ich hatte Mono-Lidschatten schwarz und den habe ich mehrfach aufgebraucht, ne? In meiner Punky-Zeit. Übrigens, das hier ist die Mascara von Catrice, Glam & Doll Lash Colorist. Die färbt tatsächlich auch minimal meine Wimpern ein. Nur so, die gebe ich mir immer als Base drunter. Die macht nicht viel mit den Wimpern, aber die färbt die Wimpern tatsächlich ein bisschen. Deswegen kommt die immer unter alles Mögliche drunter bei mir. So, auf jeden Fall. Ja, Grau mag ich nicht so gerne, Schwarz mag ich nicht so gerne. Wenn wir jetzt von Farben sprechen, gibt es eigentlich keine Farbe an sich, wo ich sage, oh mein Gott, das ist jetzt keine Farbe, die ich gerne mag. Nö, da benutze ich alles, wo ich Bock drauf habe, was gerade zum Oberteil passt, was zu meiner Stimmung passt oder sonst irgendwie, wenn ich tiefenentspannt, ne? Welche ich besonders mag, Orange finde ich richtig geil, Blau, Türkis, sowas den Dreh, Grün, das finde ich immer sehr fancy, wenn ich halt wirklich so Special Looks schminke, mag ich das gerne, super kunterbunt, Rot ist immer schwierig, das ist eine ganz, ganz schwierige Farbe, die ist auch super undankbar, da sieht so schnell verheult aus, ja. Ansonsten im Alltag halt sowas, ne? Also so Perlmutt, Champagner, Gold, hellbraun für die Lidfalte, das geht halt irgendwie immer. Genau. Aber das wären so die Farben, meine Info zu Farben. Ja, nicht so leicht, aber im Prinzip mag ich sie alle. Ich hab sie alle lieb. Was hab ich gemacht? Verrückt. Hast du eine Lieblingsmarke? Habe ich Ihnen schon beantwortet. Was machst du? Achso, Regenbogen-Belle 29. Was machst du, wenn du mal einen richtig schlechten Tag hast, um dich positiv zu stimmen? Vieles. Wirklich vieles. Was mir am meisten hilft, ist, an die frische Luft zu gehen mit Sammy. Wenn es schönes Wetter ist, dann bin ich direkt mit Sammy draußen. Mit ihm spielen und spazieren gehen, die Natur sehen. Einfach draußen sein, ne? Sonne tanken, das ist für mich echt eine ganz, ganz hilfreiche Kiste. Ansonsten hier hinsetzen und schminken, mit oder ohne Kamera, ist egal. Das hilft mir auch. Also wenn ich zum Beispiel mich so im Spiegel angucke, habe ich oft, denke, bäh, wirklich, wenn es mir schlecht geht und ich mich im Spiegel angucke, dann denke ich auch, dass ich einfach nicht, das sieht alle nicht aus, ne? Und es ist eigentlich total dämlich, weil Make-up hilft dir jetzt nicht eigentlich, aber das ist irgendwie schon eine kleine Therapie für mich. Also mir persönlich hilft es dann doch, weil das halt dieses Kreative ist. Ich mag halt gerne dann so ein bisschen mich ablenken und kreativ zu spielen. Das mag ich halt gerne. Genau, und damals habe ich ja gemalt, ne? Da habe ich Bilder gemalt oder ich nehme mir manchmal auch meine Gitarre und dann klimper ich darauf rum. Ich habe selber Lieder schon geschrieben. Nicht gerade professionell, aber ich habe welche geschrieben, Leute. Und damals habe ich viele Gedichte geschrieben, genau. Und die mache ich dann immer so sukzessive zu Liedern. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Song in dem Sinne, dass man sagt, Mensch, das ist voll der Charts-Hit oder so. Das ist auch eine relativ eintönige Melodie und das sind hauptsächlich solche Schrei- und Heullieder für mich. Und genau, das ist dann halt auch wirklich für mich oder für alle, die es dann mithören. Ja, aber mache ich gerne tatsächlich. Also das ist auch eine Geschichte, wo man sich dann körperlich auch verausgaben kann, denn wenn ich wirklich exzessiv Gitarre spiele und laut singe und doll spiele, jeder, der Gitarre spielt, weiß, was ich meine. Also, dass man halt auch nicht nur so sanft die Töne anklingen lässt, sondern dass man richtig auf die Kacke haut. Ja, danach geht es einem dann meistens auch körperlich ein bisschen heftiger, weil man, ja, eskaliert ist. Ja, das mache ich. Oder ich
schmuse mit meinem Freund, ich schmuse mit meinem Hund. Das mache ich auch ganz gerne. Guck mal, das habe ich manchmal, ne? Das ist also Fliegenbeinchen. Geht mir auf den Sack. Dann muss ich mir ins Bulli suchen und das auskämmen. Kriege ich aber wohin. Guck mal. Da. Ist ein Pinsel im falschen Viech drin. Genau. Ja, aber das sind so die Sachen, die ich dann mache. Und die mir auf jeden Fall einen guten Kopf bereiten. Oder wenn ich mir dann einfach unter Videos nette Kommentare durchlese. Auch das ist super hilfreich für mich. Weil, ja, bei YouTube bekommt man ab und an auch böse Kommentare. Aber ich sag mal, 99% der Kommentare, die ich so auf YouTube bekomme, sind positiv, nett, freundlich und geben mir Support in mein Herz. Und das ist schön. Jo, das war das. So. Ey. Mario SRM. Bist du aktuell zufrieden mit deiner Situation, Beruf, YouTube, körperliches und seelisches Befinden? Habe ich eben beantwortet. Ja, bin ich wohl. Like a Daisy in Spring, die liebe Sarah Isabel möchte gerne wissen, welche Art von eigenem Produkt würdest du gerne umsetzen? Alleine oder Brand? Oh, Tee! Kein Tee. Ich habe sowas nicht geplant, aber was ich gerne mal irgendwann umsetzen wollen würde, ist, auch wenn es schwierig ist, aber etwas, was ich halt immer trage, ist Mascara. Immer. Also ich kann nichts im Gesicht haben an Make-up, Schminke oder sonst irgendwas, aber Mascara muss immer sein. Da hätte ich Bock drauf. Ansonsten so eine All-in-One-Palette hätte ich auch mal ganz nice gefunden, dass ich sowas irgendwie mal irgendwann mache. Aber da ist jetzt die Transition-Palette von Dominique Cosmetics schon ganz gut vorgepierscht, um das mal so zu sagen. Da wüsste ich gar nicht, was ich daran noch besser machen wollen würde. Weil das kannst du ja für alles nehmen. Mit welcher Marke ich zusammenarbeiten würde, da wäre ich, glaube ich, wirklich gerne im Drogeriebereich. Also mit Love, mit Essence, mit Catrice. Das wären halt so die Marken. Ne, da hätte ich wohl Bock drauf. Ja, das wäre so mein Ding, weil ich möchte, dass wenn ich irgendwann mal was rausbringen würde, dass es auch für jeden preislich erschwinglich ist, zugänglich ist und ja, jeder sich das Produkt halt auch leisten kann, ne? Weil wenn ich so auch an, keine Ahnung, Tati, diese Palette denke, ne? Gut, da kommt auch noch erschwerend hinzu, dass die in Amerika ist, aber die kostet halt echt einen Arsch voll Kohle und ich habe die ja damals gerne geguckt. Jetzt mittlerweile habe ich sie nicht mehr im Abo, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie die Palette rausgebracht hat, habe ich die Frau halt wirklich gefeiert und war dann sehr traurig, dass das Ganze so teuer ist und man nicht so drankommt und und Zoll und bla. Habe ich dann halt voll zurückgeschreckt und mir die halt nicht gekauft. Das war schade. Cool ist es dann, wenn du halt mit einer Marke zusammenarbeiten kannst, die zum Beispiel auf Beauty Bay oder so erhältlich ist oder auf Purish, ne, dass man da halt die Leute mit erreichen kann. Genau. Ja, aber ich glaube, so Drogerie wäre auf jeden Fall das, wo ich richtig Bock drauf hätte. Weil ich bin zwar auch gerne High-End-mäßig unterwegs, aber ich glaube, mein tiefstes Herz schlägt immer noch für Drogerie und ich glaube auch an die Drogerie. Ich glaube daran, dass die irgendwann auch vollkommen auf einer Linie mit High-End sein werden. Also die hauen halt richtig raus, ne? Ja, so, Mascara ist am Start. Kann ich euch nur empfehlen, ne? Holt euch immer ein schönes Bulli dazu, dann geht die Party ab und ihr habt keine Last, sowas. So, Lippen dürfen aber auch noch gemacht werden. Gucke ich mal, was die nächste Frage ist. Snowak 17, wann kommt die nächste Roomtour deines Beautyzimmers? Ja. Oh, ich muss gestehen, ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden mit dem, wie das hier alles ist, sagen ja alle, ne? Ist immer so. Man ist nie so hundertprozentig damit zufrieden. Aber dauert nicht mehr lange. Also ich denke, so im Sommer werde ich hier eine Roomtour machen, auch meine komplette Schminksammlung zeigen. Vielleicht so nach und nach. Das habe ich ja letztes Jahr auch gemacht, ne? Dass ich dann die Kategorien immer so gezeigt habe. Ja, aber ich glaube, erst mache ich so die Komplettsammlung, das Zimmer, die Aufbewahrung und dann später Stück für Stück und nochmal intensiver auf die Produkte eingehen.
Ich guck mal, ob ich das dann auch mit einem Declutter oder so verbinde oder ob ich da wirklich nur die Produkte zeige, aber ich glaube eher, dass es dann auch ein Declutter wird, weil ich bin so ein Mensch. Wenn ich das Produkt dann in die Hände nehme, dann denke ich dann nochmal drüber nach. Brauche ich das überhaupt? Brauche ich das wirklich? Möchte ich das behalten oder kann das weg? Ja, Lip Liner auftragen und gleichzeitig dabei reden ist eine ganz blöde Idee, aber it is, it is. Sammy, möchtest du wo raus? Bist du gerade wach geworden? Muss ein bisschen warten. Räuchern ist gleich fertig. Ich glaube, der möchte auch in die Sonne. Jo. Das ist jetzt nicht gerade sauber aufgetragen hier, ne? Ich habe halt dabei geredet, Leute. Da kommen wir jetzt alle mit klar. So. ABCDE-FGH-1234 möchte wissen: Hallo Claudi, wie benutzt du Ampullen? Vormittags, abends, was gibst du danach drüber? Ampullen benutze ich nach abends, abends immer, weil abends ist so meine Pflegezeit. Nachdem ich Toner verwendet habe, mache ich mir die einfach drauf. Ja, und dann mache ich meine ganz normale Pflegeroutine. Also quasi, ich mache die, also meine Pflegeroutine mache ich ja immer gleichzeitig, während ich meine Körperpflegeroutine auch mache. Es geht alles so Hand in Hand über. Und dann lasse ich dann immer so ein paar Minuten Zeit, dass das alles trocknet und so. Dann kommt das nächste drüber und das nächste. Also normalerweise mache ich mir Toner, eine Ampulle und dann meine Pflege vermischt mit dem Booster von Beauty Mates. Zwischendurch mache ich mir aber auch noch Augencreme drauf. Abends mache ich mir auch noch so ein Eye-Serum drauf, was letztens mal in der Box mit drin war. Voll geil. Jo. Und das Ganze abends. Weil morgens muss es schnell gehen. So. Läuft. Also das ist jetzt tatsächlich so ein typischer Claudi-Statement-Look. Ich guck mal, ob ich noch das ein oder andere finde. Peggy Sue 81 hat auch so ganz süße Fragen gestellt. Hast du noch unerreichte Ziele? Wenn ja, welche? Unerreichte Ziele? Ich bin kein Mensch, der sich jetzt irgendwie groß ein Ziel setzt, auf das er unbedingt darauf hinarbeiten möchte und sich da künstlich unter Druck setzt oder sowas. Ich versuche, also mein Ziel ist es halt immer glücklich zu sein. Also das ist halt das Wichtigste. Du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt unbedingt mein Haus, mein Auto, mein Blog, mein das ist ja Bescheid, ne? Mein Akku blinkt. Mein Akku muss ich wechseln. Ne? Also, oh, ich habe mich ja der zugekrümmt hier. Also hauptsächlich ist es für mich wichtig, dass glücklich sein. Das ist mir in den Jahren aufgefallen, dass es eigentlich das Wichtigste ist oder das wichtigste Ziel. In welcher Art und Weise man das für sich definiert, ist dann auch eine Auslegungssache. Ich definiere das im Prinzip von Jahr zu Jahr unterschiedlich, weil ich weiß ja nicht, was in einem Jahr für mich Glück bedeuten wird. Viele reden ja von finanzieller Unabhängigkeit. Das wäre für mich jetzt nicht, dass ich sage, das ist Glück. Das brauche ich unbedingt in meinem Leben. Denn man braucht halt auch irgendwo einen gewissen Ansporn, ne? Aber das ist halt so eine persönliche Einstellung, die ich habe. Also ja, ich glaube, es würde mich persönlich gar nicht glücklich machen, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, wenn ich Lotto spielen würde und da irgendwie ein paar Millionen auf dem Konto hätte. Weil mir dann dieser Ansporn fehlt. Das wäre dann irgendwie öde, finde ich. Das heißt, ja, also für mich ist es wichtig, einfach, weiß ich nicht, glücklich zu sein. Ja, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Aber das ist so mein Ziel. Ja, und ich bin jetzt aktuell im Moment glücklich. Und deswegen ist es gut so. Mit mir selber im Reinen zu sein, das ist auch noch ein großes Ziel, was ich habe, wo ich aber darauf hinarbeite. Ne? Und das erfordert alles seine Zeit. Ja, das ist halt auch wichtig. Aber voll die tiefgründige Frage hier. Tipps gegen Pickel von Annie4884. Die habe ich eben schon genannt, hauptsächlich Wasser trinken. Mein größter Traum habe ich auch quasi beantwortet. Was ist deine schlechteste Charaktereigenschaft oder Marotte? Zu fokussiert zu sein, manchmal zu bossy zu sein, zu wenig emotional und dafür Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch legen oder in einem anderen Moment auf einmal super emotional zu sein.
Also da bin ich halt wirklich Zwilling, ne? Das schwankt. Da bin ich auch sehr crazy. Wie gehst du mit Kritik um? Auf YouTube, Insta und so weiter? Letztendlich, was soll ich sagen? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie alt die Leute sind. Ich sehe die Leute nicht. Ich weiß, dass die Leute mir das niemals ins Gesicht sagen würden. Dementsprechend sehe ich das realistisch. Ich nehme das nicht allzu sehr zu Herzen und versuche da einfach meine Schlüsse draus zu ziehen, zu sagen, okay, ist das konstruktive Kritik oder ist es einfach destruktiver Hate? Ne? Also das muss man auch differenzieren. Wenn es konstruktive Kritik ist, finde ich das sehr wichtig und das begrüße ich auch und das erwarte ich auch irgendwo ein Stück weit. Deswegen frage ich auch manchmal in den Videos, ne, gefällt euch das oder was kann ich da besser machen? Habt ihr einen Tipp für mich oder so? Weil ich das brauche, weil ich das wirklich brauche. Ich bin auf diesem Kanal gewachsen und habe gelernt, mich zu schminken mit eurer Hilfe, weil ihr mir Tipps gegeben habt. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an den Tipp von Katis Kosmos. Die hat das mal irgendwann in einem meiner ersten Videos, wo ich mich geschminkt habe, kommentiert. Mensch, Claudi, wenn du dir eine Lidfalte machen willst, du hast doch ein leichtes Schlupflid, versuch mal, dein Lidschatten ein bisschen höher zu blenden. Habe ich gemacht. Sah voll gut aus. Und das sind dann halt immer so die Sachen. Ich habe anfangs nie meine Augenbrauen gemacht. Auch das habe ich gelernt. Ne? Das sind alles so sukzessive Geschichten, die man einfach lernt. Genau. Also konstruktive Kritik, vollkommen gern gesehen. Destruktiver Hate, ausblenden, ignorieren, nicht wirklich. Also ich versuche immer zu verstehen, was dahinter ist, ne? So ein bisschen. Und den Unmut der Leute dann vielleicht ein bisschen nachzuvollziehen. Jetzt aktuell ist alles, was Hate ist, ein bisschen über emotionalisiert wahrscheinlich durch Corona, Corona-Koller und so weiter. Also von daher ist das relativ zu sehen. Aber im Großen und Ganzen bin ich ein erwachsener Mensch. Ne? Also ich bin schon kritikfähig, ich kann mit Kritik umgehen. Nicht in Perfektion. Kritik tut trotzdem noch weh, auch auf der Arbeit zum Beispiel oder im privaten Umfeld. Ich nehme es mir aber trotzdem an und denke drüber nach. So, eine noch. Claudi, sehen wir jemals deinen Freund? Hatten wir schon? Nö. Das hatten wir schon. Wie hast du die Kritik von Shein verkraftet? Fragt Leona, TH11. Das ist jetzt die letzte Frage, okay. ich habe sie verkraftet, ja. Also es war in dem Moment ein bisschen überraschend für mich, dass es halt so hart rüberkam und dass es halt auch wirklich irgendwie so persönlich geworden ist. Also dass da auch jemand wirklich mich als kaufsüchtig hingestellt hat oder jemand, die halt nur für Geld irgendwelche Kooperationen eingeht, habe ich euch ja eben schon erklärt, ist definitiv nicht so. Das ist für die Firma die günstigste Werbung mitunter, die sie machen können, weil die Influencer nicht dafür bezahlt werden oder die Content Creator wie ich. Das heißt, wenn man die Firma nicht mag, für die ich eine Kooperation mache, dann sollte man nicht auf das Video klicken und sich einfach selber davor schützen und selber einfach nicht sich mit diesem Content dann verletzen, in Anführungsstrichen. Aber die Leute, die dann so negativ geschrieben haben, und zwar destruktiven Hate, die haben ihre Verletzung, die wahrscheinlich auch durch sehr viel Corona-Koller und Unmut hervorgerufen worden ist, auf mich projiziert, was einfach unfair war. So, ich bin ready to go und das ist jetzt so mein Look, den ich jetzt auch schon in sehr vielen Videos so getragen habe. Es sind doch sehr viele Produkte in meinem Gesicht, ja, ich weiß, aber das ist halt, ich mag gerne diese Creme-Produkte, die geben halt zusammen mit den Puderprodukten auch sehr viel Haltbarkeit und ich bin jetzt ready, um in den Garten zu gehen. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos oder Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!